Stimmt's? Wo ist es dann, Jupiter? Hallo. Guck, guck. Tja, Leute. Wir sind heute wieder. Ja, du kennst dich damit aus. Wo ist dann hier die Tür? Also, das hat der Mui eingepackt, ey. Ich komm hier an kein Loch dran hier. Glaub mir das. Die haben mich alle verweigert. Der Kollege will kein Bier trinken. Hier, ich hab's gefunden. Doch, jetzt. Götchen. Ja, pack's wieder zusammen. Ja, so kalt sind wir aber nicht, ey. Die erste, die ich heute Morgen getrunken habe, die war aber kalt. Tja. Ja. Aber wenn wir die so spät liefern. Ja, gleich, ey. Für mich? Heute geht's wieder an die Grube. Georg Josef hat er gesagt. 14. Ja. Wohl. Guck mal, ey, echt verteilt. So. Jetzt seid ihr an der Flasche. Jeder hat eine Flasche rum eingetragen. Klappt das? Prost! So Prost, der Stein! Prost, Jungs! Prost, 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 Leute! Walde! Ist nicht unser erstes, Leute. Wir sind ja den Weg hierher. Wir sind wieder vom Odersbacher Campingplatz gestartet. Und den Weg hätte ich eigentlich auch filmen sollen, weil der war doch wieder mal ziemlich lustig, aber wisst ja, wie es ist. Egal, zurück zum Thema. Zeig mal den Ausblick. Genau. Das ist hier der Wanzenausblick, hat er gesagt. Ja, und da unten drin, da geht es dann zu dem, ja, wo ich als den Namen vergesse. Ja, nee, von der Grube, die Wittekindstollen, der ist weiter dahin, den wollen wir heute auch suchen, also den wollen wir heute eigentlich suchen. Und dahin in dem Bereich, wo wir jetzt hier den Weg erstmal entlang gehen werden, da müsste auch irgendwo der alte Stollen sein. Ich werde natürlich wieder meine geile App dazu Hilfe nehmen. Gut, Leute, in dem Sinne dann, nochmal Prost. Eben. Spaß. Nöckt. Ja, eben. Und heute natürlich wie immer hier geiles Bier dabei. Wow. Ja. Das ist jetzt Schmaun, gell? Scholz. Eben, genau so, Leute. Hier seht ihr ja schon. Scholz. Und seht ihr da hinten diese riesige Fläche? Da hinten müsste der alte Schacht gewesen sein. Aber ich müsste jetzt eine andere App öffnen und darauf habe ich keinen richtigen Bock. Und deswegen gehen wir jetzt wie besprochen hier runter zum Gröblerschacht. Und von da aus von dort aus werden wir unsere Suche koordinieren. Und zwar nach dem Georgstollen, um anschließend den etwas tiefer liegenden Wittekindstollen zu finden. Mal gucken, ob wir heute beide Stollen schaffen werden. Ich bin mal einfach mal gespannt, hat er gesagt. Hier sind wieder verdammte Disteln. Die wisst ihr, die mag ich nicht so gern. Hier hat der Bauer seine Furche gezogen. Gut, Leute. Hey, was soll ich euch noch viel erzählen? Weiter geht's, wenn wir am Gröblerschacht sind. Eben, stimmt. War ja auch. Hey Leute, ohne Scheiß. Hier ist tatsächlich Wasser drin. Ich habe das auf Google Earth nämlich entdeckt gehabt. Das sind die Ausläufer von dem alten Tagebau. Und eingezeichnet ist das mit Wasser. Und weil da vorne muss noch so ein Tümpel sein. Das ist wie so Reste Tagebau, so ganz alt. Wir haben es damals praktisch angefangen. Vor knapp 200 Jahren. Ich glaube, das ist irgendwie künstlich gemacht. Guck mal, da kannst du rübergehen, also ist abgesperrt. Da drüben ist noch so ein Ding sein, richtig. Gut, Leute, also das ist scheiße. Der Wind ist natürlich auch wieder mal filthy hier. Wenn ich so in die Wolken gucke.
Gut, Leute, dann gucken wir uns mal an, ob wir den anderen Seeteil, Scholz, auch entdecken. Ich blende jetzt mal das Bild ein von Google Earth. Nee, das ist gar nicht. Das ist überhaupt nicht von Google Earth. Das war, glaube ich, von Google Maps. Da war das aus blauer Fläche eingezeichnet. Aber genau das blende ich jetzt mal unten ein. Ja, Leute, ich mir hier den Himmel so angucke. Naja, was soll's. Gut, Leute, jetzt werden wir auf jeden Fall mal gucken. Ihr habt ja das Bild gesehen von Google Maps. Jetzt gucken wir, ob wir den zweiten Tümpel auch entdecken können. Das ist filthy. Ganz genau, das ist absolut filthy, Leute. So, Leute, jetzt war ein ganz schönes Dickicht. Aber wenn ihr hier durchlurcht, kann leider nicht mit euch da durchgehen. Wenn ihr hier durchlurcht, lurch mit Lurchi, ganz genau, Lurchi. Da ist das Wasser. Tatsache. Also diese Seen, diese Tagebautümpel oder was das auch immer da ist, werde ich nochmal richtig genauere Forschung drüber anstellen. Da gehen wir auf jeden Fall im Winter mal hin, wenn die Vegetationszeit vorbei ist. Scholz. Und hier seht ihr noch alte Schieferdachplatten. Oder Schiefergestein auf jeden Fall. Neben. Gut, Leute. Da oben sieht natürlich. Ja, mal gucken. Schon auf jeden Fall. Hier werden wir dann mal durchgehen und lurchen. Heute nicht, das ist einfach zu wandsmäßig. Wie gesagt, heute geht es ja hauptsächlich darum, dass wir erstmal den Georgstollen finden. Und anschließend, ich weiß nicht hundertprozentig, aber der Georgstollen müsste eigentlich direkt oberhalb vom Wittekindstollen sein. Die haben sich ja alle bei dem Schacht getroffen, sag ich mal hier, wo wir jetzt hingehen werden. Beim Kröbler Schacht. Und ja, Leute, gut, hier, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Gut, Leute, hier war mal ein Schild oder sowas. Ja, hier war wahrscheinlich nur eine Rampe, ne? Der Posten für den Dings. Das kann auch natürlich sein. Braucht nicht. Gut, Leute. Dann geht jetzt ab zum Kröblerschacht. So, Leute, und hier könnt ihr noch mal einen Blick drauf werfen. Da seht ihr es ja. Kaum, gell? Das ist der andere Tümpel. Eben. Gut, Leute, und jetzt auf zum Kröblerschacht. Und von da aus beginnt dann unsere eigentliche Reise. Und dazu wünschen wir euch viel Spaß. Als nervt die eine Mücke, oder? Scholz! Der war geil, ich habe nur deswegen die Kamera angemacht, ich schwör's, ich wusste, der bringt noch einen zweiten, ey. Wie geil, Leute, oder? Und das kein Rülpser war, ihr seht ja, Dinosaurier ist heute wieder mit dabei. Das stimmt.
Seht ihr mal die originale Kameradschaft Süd. Eben. Leute, hier seht ihr übrigens auch die Ausläufer von dem alten Tagebau. Da gibt es auch noch einen Verbindungsstollen, aber auch nur durch ein kleines Felsenstück, ungefähr wie von der Grube Waldhausen da. Holz. 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 Leute, ihr seht, heute geht es hier richtig rund. Und ja, der andere Weg wäre richtig gewesen, merke ich jetzt. Ja, wir können hier noch runter durchgehen. Wie gesagt, das filmen wir alle später. Wow. Ach du Scheiße, Hendrikus! Danke, der verdammte Heuschnupfen, oder? Ja. Ach, ihr lieben Leute. Einmal trocken. Schön. Eben. Guckt gut, Leute. Hier, alles kahl geschlagen. Guckt euch das mal an, hier alles blank. Die blanke Muschi, ich meine blanke Nese, gell? Ja, aber die haben alles kaputt geschlagen. Eben so, hier vorne sind wir jetzt am Gröblerschacht, Leute. Alles klar, dann bis gleich. Wollte. Und hier seht ihr die nächste Abraumhalde. Hier war vorne, ich guck gleich mal nach dem einen Stollen. Währenddessen der Kamerad seine Pause machen will. Eben, und dann nutzen wir die Zeit natürlich, Leute. So Leute, und hier sind wir am Gröbler Schacht. Wie ich euch in der letzten Folge schon gesagt hatte, wurde hier 1966 ist die Grube stillgelegt worden. Und man hatte dann auch sofort sämtliche oberirdische Gebäude abgerissen. Ja Leute, und jetzt geht's los auf die Suche nach dem Georgstollen. Nockt hat der Georgstollen, eben Lurchi, ganz genau. Ja, hier sind sogar